Hört zu einem kleinen Infovideo, und zwar habe ich was also anzukündigen und euch auch was zu erzählen. Kurz, und zwar einmal, und zwar geht es heute um das Spiel Life is Strange. Da habe ich schon zwei Streams gebracht und ja, die habe ich auch beide oben in der Infokarte verlinkt. Und was ich da oben auch verlinkt habe, ist eine kleine Abstimmung, ob ihr die dritte Episode auch sehen wollt. Und zwar habt ihr zwar in der zweiten Episode danach auch schon gesagt, ihr wollt sie sehen, aber ich wollte nochmal so fragen, wie es jetzt so aussieht. Es ist ja schon ewig her, also schon. Es ist eben schon ungefähr 3 Monate her, als ich letzte Episode von Life is Strange gestreamt habe. Und vielleicht hat sich eure Meinung jetzt geändert. Also stimmt einfach rechts oben ab, ob ich die dritte Episode auch streamen soll von dem Spiel Life is Strange. Und warum ich dieses Video jetzt mache, einerseits um diese Abstimmung zu machen und um euch etwas zu zeigen, und zwar gibt es hier was ganz Tolles. Es ist so, dass momentan Life is Strange im Angebot ist, das heißt, ihr könnt hier Life is Strange auf Steam erwerben für recht wenig Euros, also es ist nicht so teuer. Und zwar einmal hier Before the Storm, das kostet, also der neuere Teil, der davor spielt, der kostet statt 16,99 Euro 8,49 Euro und die alte Version, also beziehungsweise der erste Teil von Life is Strange, den ich eben schon die ersten beiden Episoden gestreamt habe, den gibt es momentan für 4,99, also 5 Euro, statt für 20, also 19,99. Und ja, es ist auf jeden Fall sehr günstig. Ich würde es mir auf jeden Fall holen, wenn ihr euch fragt, ich hätte schon Bock auf das Spiel so, aber ich weiß nicht, was ich mir kaufen soll. Es lohnt sich auf jeden Fall, es ist ein schönes Spiel, aber auch ein bisschen heftig an manchen Stellen. Und wenn ihr mal zuschlagen wollt, dann würde ich es jetzt machen. Ich wollte euch nur Bescheid sagen und stimmt auch rechts oben gerne ab. Sagt das anscheinend. Ciao, euer Zögerflick. Tschüss.